den Tagesordnungspunkt 13, die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch. Hierzu liegt auch ein Änderungsantrag der Fraktion Die Linke vor. Ich bitte Sie jetzt zügig, die Plätze einzunehmen. Diejenigen, die die Debatte folgen wollen, bitte zügig die Sitzplätze einzunehmen. Die anderen, die der Debatte nicht folgen wollen, bitte den Plenarsaal zu verlassen, sodass wir auch die Debatte fortfahren können. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart und ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort Annika Klose, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe ZuschauerInnen. Das von der Ampelkoalition angekündigte Bürgergeld ist die größte sozialpolitische Reform der vergangenen 20 Jahre. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Reform, mit der wir Hartz IV endlich hinter uns lassen werden, ist dringend nötig. Wir wollen einen Sozialstaat gestalten, der allen Menschen in diesem Land zu jedem Zeitpunkt mit Respekt und Würde begegnet. Ein Sozialstaat als soziales Netz, auf das man sich verlassen kann. Ein Sozialstaat, in dem unsere BürgerInnen keine BittstellerInnen sind, sondern InhaberInnen sozialer Rechte. Ich selbst bin nicht mal 30 Jahre alt. Damit gehöre ich zu einer Generation, die mit Hartz IV aufgewachsen ist. Selbst wer das Glück hatte, nicht selbst direkt davon betroffen zu sein. Wir alle wissen, was es bedeutet, mit Hartz IV zu leben. Weil jeder von uns über Freundinnen, Bekannte oder Familie es miterlebt hat. Mit Hartz IV zu leben bedeutet eben nicht, jederzeit mit Respekt und Würde zu leben. Bevor die Kolleginnen der Union jetzt gleich wieder mit den Gespenstern anfangen, die zu sehen, ich meine damit natürlich nicht die Arbeit der Mitarbeiter im Jobcenter. Die leisten gute Arbeit. Ich meine die Vorgaben, nach denen sie arbeiten müssen. Und da müssen wir als Gesetzgeberin unsere Arbeit machen. Wir müssen endlich die Rahmenbedingungen schaffen, damit individuelle Unterstützung und eine Kultur auf Augenhöhe überhaupt entstehen können und möglich sind. Ich bin der Überzeugung, eine grundlegende Neuregelung von Mitwirkungspflichten und Sanktionen ist dafür unabdingbar. Und deswegen brauchen wir auch einen Cut zu den bisherigen Regelungen und einen Wechsel in ein neues System. Und dafür ist das Sanktionsmoratorium, was wir heute beschließen werden, genau der richtige Schritt. Nun, wenn wir über das Thema Mitwirkungspflichten sprechen, wird ja häufig argumentiert, und auch Montag in der öffentlichen Anhörung war das wieder zu hören, dass Sanktionen ja eh nur ganz wenige treffen und kaum verhängt würden. Und das stimmt auf dem Papier auch. Nur 3% der SGB-II-Bezieherinnen werden überhaupt von Sanktionen betroffen. Aber was auch zur Wahrheit dazu gehört, Sanktionen werden deutlich häufiger angedroht, als sie verhängt werden. Unter fast jedem Brief vom Jobcenter, sei es eine Termineinladung oder eine Stellenausschreibung, ist der Hinweis zu finden, dass ein verpasster Termin oder eine fehlende Bewerbung sanktioniert werden können. Wer Hartz IV bezieht, lebt aber bereits am Existenzminimum. Das schürt allein die Androhung von weiteren Kürzungen natürlich existenzielle Ängste. Und das ist eben diese ständig präsente Drohkulisse, welche das Machtgefälle zwischen Jobcenter und der Person im SGB-II-Bezug immer wieder in Erinnerung ruft. Es ist die ständige Drohung, die den Menschen ihre Abhängigkeit fortwährend vor Augen führt. Also, wenn wir über ein Bürgergeld sprechen und eine neue Kultur auf Augenhöhe mit Würde und Respekt, dann müssen wir genau dieses Problem angehen. Nicht, dass wir Mitwirkungspflichten aufgeben. Und das heißt übrigens auch nicht, dass zukünftig Leistungskürzungen überhaupt gar nicht mehr möglich sind. Aber es heißt, dass es zukünftig unserer Vorstellung nach das letzte Mittel sein wird. Nach einer mindestens 6-monatigen Vertrauenszeit ohne Sanktionen. Auf Grundlage einer im Konsens erarbeiteten Teilhabevereinbarung. Mit Aufsuchen der Sozialarbeit als vorgeschaltetes Regelinstrument. Und ohne Vermittlungsvorrang, der einen zur Aufnahme eines x-beliebigen Jobs nötigt. Das BürgerInnengeld macht Schluss mit der ständigen Drohkulisse.
Das einjährige Sanktionsmoratorium, das wir heute beschließen, ist der erste Schritt auf diesem Weg. Und es ist ein großer Schritt. Und ich danke allen, die daran mitgewirkt haben, und freue mich auf das, was noch kommt. Vielen Dank. Und der nächste Redner ist Kai Whittaker, CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Sie schaffen heute mit diesem Gesetz die Hartz-IV-Sanktionen fast vollständig ab. Und um das gleich klipp und klar zu Beginn dieser Debatte zu sagen, damit beerdigen Sie ein für alle Mal das Prinzip von Fördern und Fordern. Wie wollen Sie erklären, dass ein Arbeitssuchender, der sich weigert, eine zumutbare Arbeit anzunehmen, von der Gesellschaft weiterhin bezahlt wird, während die Lidl-Kassiererin weiterhin arbeiten und Steuern zahlen muss? Und was sollen eigentlich die vielen Arbeitssuchenden denken, die sich an Recht und Gesetz halten? Nein, Herr Minister Heil, damit spielen wir auch nicht die gesellschaftlichen Gruppen in diesem Land aus, sondern das sind ganz normale Fragen, die jeden interessiert, weil es hier um Gerechtigkeit geht. Sie legen mit diesem Gesetz die Axt an die Grundlage unseres Sozialstaats, dem Solidaritätsprinzip. Solidarität heißt, dass man Hilfe bekommt, wenn man in Not ist und sie braucht. Aber es bedeutet auch, dass man die Pflicht hat, so schnell wie möglich dort wieder herauszukommen. Und diese Pflicht schaffen Sie heute ab. Ich meine, dass Sie von der SPD und von den Grünen dieses Gesetz gut finden, das wundert mich nicht. Aber dass Sie von der FDP dafür ihr die Hand reichen, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Wenn die FDP noch nicht einmal als liberales Korrektiv in dieser Ampelkoalition taugt, dann frage ich mich, wofür taugt die FDP überhaupt noch in dieser Koalition? Mit diesem Gesetz hat der Anspruch, Leistung muss sich lohnen, ausgedehnt. Ab sofort gilt, Nichtleistung lohnt sich mehr. So zerstören Sie das Vertrauen in unseren Sozialstaat. Sie legen auch die Axt an die Grundlage unseres Rechtsstaats. Denn alles, was wir hier machen, sind Regeln. Und darin ist immer auch geregelt, was passiert, wenn man sich nicht daran hält. Und wenn es nach einem Regelverstoß keine Konsequenzen gibt, dann gibt es auch keinen Grund, sich an Gesetze zu halten. Wie wollen Sie erklären, dass es für einen Arbeitnehmer zumutbar ist, ihn abzumahnen, ihn zu kündigen, wenn er nicht zur Arbeit kommt, aber für einen Arbeitssuchenden soll es gängelei sein, wenn er beim Jobcenter sich melden soll? Sie treten das Gerechtigkeitsempfinden der übergroßen Mehrheit der Menschen in diesem Land mit Füßen. Und warum tun Sie das? Die Wahrheit ist, es geht Ihnen nicht um die arbeitssuchenden Menschen in diesem Land, sondern es geht Ihnen um Sie in der SPD und die Grünen. Sie wollen Ihr Trauma der Hartz-Reformen ein für alle Mal hinter sich lassen. Werte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie haben da was missverstanden. Sie sollen sich von Gerhard Schröder trennen, nicht von seinen Arbeitsmarktreformen. Sie sind ja noch nicht einmal mehr bereit, auf Ihren Genossen und BA-Chef oder Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, zu hören. Er hat ausdrücklich bei der Anhörung gesagt, dass es Sanktionen braucht, weil man dann nur so mit den schweren Fällen in Kontakt bleiben kann. Zitat Ende. Ich sage für die Union, langzeitarbeitslose Menschen befinden sich in einer schwierigen Lage mit teils fürchterlichen Schicksalsschlägen. Diesen Menschen zu helfen, ist unser aller Verantwortung. Aber Sie helfen diesen Menschen nicht, indem Sie die Sanktionen abschaffen. Kein einziger davon findet dadurch einen neuen Job. Sondern Sie müssen sich um die Leute aktiv kümmern. Sie müssen mehr tun beim Coaching. Sie müssen mehr tun bei der kommunalen Sozialhilfeberatung. Sie müssen mehr tun beim Thema Weiterbildung. Nichts davon machen Sie mit diesem Gesetz. Stattdessen machen Sie ein Gesetz für eine winzige Minderheit, die sich nicht an Gesetze halten will. Und kümmern sich nicht um die riesig große Mehrheit, die dringend auf bessere Hilfe wartet. Wir werden diesem Gesetz nicht zustimmen. Herzlichen Dank. Frank Psirske, Bündnis 90 Die Grünen, ist der nächste Redner.
Frau Präsidentin, Abgeordnete. Rückwirkende Sanktionen nach Ablauf des 12-monatigen Moratoriums sind nicht beabsichtigt und werden mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ausgeschlossen. Ich hatte letzte Woche an dieser Stelle unterstrichen, dass bis heute kein Nachweis vorliegt, dass die bisherige Sanktionspraxis einen Beitrag zur nachhaltigen und langfristigen Eingliederung in den Arbeitsmarkt leistet. Und darauf hingewiesen, dass viele Sanktionen dagegen nachweislich zu Unrecht ausgesprochen und von den Sozialgerichten zurückgewiesen werden. Zur Erinnerung, im Jahr vor Corona waren 30% der Widersprüche und 36% der Klagen erfolgreich. Die vielen und offenbar ja auch gerechtfertigten Rechtsstreitigkeiten binden jede Menge Personal. Personal, das dann für Beratung und Vermittlung nicht zur Verfügung steht. Eine Erfolgsbilanz sieht, weiß Gott, anders aus. Die Ampelfraktionen haben sich daher in ihrer Koalitionsvereinbarung darauf verständigt, den Sozialstaat bürgerfreundlicher machen zu wollen, bei der Ausgestaltung des Bürgergeldes die Würde des Einzelnen zu achten, eine Beratung auf Augenhöhe zu gewährleisten und durch die Gestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu ermöglichen, dass eine Vertrauensbeziehung entstehen kann. An diesen Zielsetzungen muss sich die Ausgestaltung der Mitwirkungspflichten orientieren. Sanktionsregelungen dürfen diese Ziele nicht konterkarieren. In jedem Schriftstück direkt Sanktionen anzudrohen und eine für viele unverständliche Rechtsfolgebelehrung ist für eine Vertrauensbildung auf Augenhöhe nicht dienlich. Terminvorladungen der Jobcenter sollten deshalb durch Terminvereinbarungen ersetzt werden. Vorgeschlagene Termine müssten angenommen, bestätigt oder verschoben werden. Wird auf zwei Aufforderungen nicht reagiert, kann eine Vorladung mit Rechtsfolgenachweis oder Hinweis verschickt werden. Bei den Sanktionen sollte von einer Muss- zu einer Kann-Regelung im Gesetz übergegangen werden. Das stärkt die individuelle Arbeit der Fallmanagerinnen. Sanktionen sollten in kleineren Sprüngen gestaffelt erfolgen können. Auch sollte die starre Dauer von 3 Monaten aufgehoben werden. Wer seinen Mitwirkungspflichten nachkommt, sollte wieder den vollen Regelsatz bekommen. Schließlich sollten die Höhe der finanziellen Leistungsminderung begrenzt und ersatzweise Gutscheine ausgegeben werden. Zusammenfassend, Abgeordnete, wir wollen mit dem Bürgergeld das Hartz-IV-System überwinden. Und ich habe einige Punkte angesprochen, die dabei eine wichtige Rolle spielen könnten. Ich kann Ihnen heute versichern, die Ampel wird die vor uns liegenden Sommermonate nutzen, um ein Bürgergeldkonzept zu konkretisieren, das den Zielsetzungen unseres Koalitionsvertrages gerecht wird. Hannes Knauk, AfD-Fraktion, ist der nächste Redner. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Sozialstaat ist eine der größten Errungenschaften der deutschen Staatsgeschichte. Er bestraft unsittliches Verhalten, sichert Existenzen vor dem Extremfall, dämmt die Polarisierung zwischen Arm und Reich ein und bietet jedem Bürger die Chance, sich selbst im Dienst der Allgemeinheit zu verwirklichen. Der Sozialstaat ist deshalb ein begrenzter Raum, dessen Leistungen an Bedingungen geknüpft ist. Er gibt den Bürgern einen Sinn für Verantwortung und Gemeinschaft. Er ist das zur modernen Verwaltungstechnik herangereifte Prinzip der nationalen Solidarität, die über die Familie oder Region hinausreichende Bindung der Gesellschaft. Und genau dieser Sozialstaat, dieses deutsche Erfolgsmodell, meine Damen und Herren, wird von Ihnen nun zu Grabe getragen. Und das passiert auch nicht erst seit gestern. Die Alimentierung von potenziellen Wählern und vor allem bestimmten migrantischen Gruppen, die dafür notwendige Umverteilung von Einzahlenden zu unrechtmäßigen Empfängern sowie die Beschneidung von Hilfsmitteln für tatsächlich Bedürftige, all das ist schon sehr lange etablierte linke Politik, auch zu Zeiten einer CDU-Bundeskanzlerin. Und nun wollen Sie von der selbsternannten Fortschrittskoalition eines der wenigen verbliebenen Mittel, um dieser Zerstörung des Sozialstaates Einhalt zu gebieten, streichen. Keine Sanktionen mehr bei der Verweigerung einer zumutbaren Arbeit. Sie nehmen den Mitarbeitern im Jobcenter das letzte Mittel, um tatsächlich Arbeitsunwillige zu sanktionieren und damit das Grundprinzip der gesellschaftlichen Solidarität und Fairness zu erhalten, ganz im Sinne des Zeitgeistes, keine Pflichten oder Grenzen, nur Rechte und Entfaltung.
Der Mitarbeiter am Jobcenter wird damit komplett zum Therapeuten degradiert. Er begleitet im schlimmsten Fall die Launen eines Arbeitsverweigerers, ohne im Dienst der Allgemeinheit, der Steuerzahler und vor allem der wirklich hilfsbedürftigen Leistungsempfänger etwas dagegen unternehmen zu können. Und in Ihrem Änderungsantrag wollen Sie auch noch die letzten Sanktionen beim Meldeversäumnis aufweichen. Diese sollen dann erst beim zweiten Versäumnis anfallen. Meine Damen und Herren, wohin soll das alles noch führen? Hinzu kommt Ihre wahnwitzige Migrationspolitik. Herr Audrich von den Grünen hat es ja bereits offen verkündet, was die GroKo noch bestritt, nämlich die politisch gewollte direkte Migration in unsere Sozialsysteme, also kurz gesagt die von oben abgesegnete Alimentierung von mittellosen Ausländern durch deutsche Steuerzahler. Das ist kein Populismus oder Ausspielen von inländische gegen ausländische Benachteiligte, meine Damen und Herren, das ist Ihre unsoziale Politik. Und hier hat vor allem die deutsche Linke historisch versagt. Geblendet von ihrem dogmatischen Internationalismus haben sie dieser Ungerechtigkeit von Lohndumping bis hin zur leistungsfremden Umverteilung den Weg geebnet. Es ist kein Geheimnis. Selbst Frau Wagenknecht mahnt an, ein funktionierender, gerechter Sozialstaat und offene Grenzen samt uneingeschränkter Freizügigkeit sind miteinander unvereinbar. Ein funktionierender Sozialstaat benötigt generationsübergreifende Solidarität und Leistungsbereitschaft. Und dafür, meine Damen und Herren, zerstören Sie jeden Anreiz. Was wir heutzutage sehen in der Verteidigungs- sowie in der Sozialpolitik, ist die Konsequenz jahrzehntelanger linksliberaler Dekadenz. Post-68er antiautoritäre Erziehung hin zum reinen Therapieindividuum, von dem man keine Verpflichtung der Allgemeinheit gegenüber mehr verlangen dürfe und für dessen Entfaltung und Rundumversorgung andere geschröpft werden müssen. Und dieses Sanktionsmoratorium ist ein weiterer Schritt in Richtung des sozialen Unfriedens in unserem Land. Wir rollen unter Regenbogenfahnen auf die Katastrophe zu, ökonomisch, energiepolitisch, sozialpolitisch, und am Ende will es dann wieder keiner gewesen sein. Doch zum Glück gibt es in diesem Parlament eine echte soziale Alternative, die für die notwendige Politikwende in diesem Land bereitsteht. Vielen Dank. Jens Teutrin, FDP-Fraktion, ist der nächste Redner. Ja, sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei dieser Debatte geht es, und das wurde von Kai Wittecker ja auch schon angesprochen, um das Grundprinzip des Förderns und Forderns. Das ist der Ausgangspunkt, über den wir heute debattieren und auch beim Bürgergeld erneut debattieren wollen. Und unser Ansatz mit dem Bürgergeld ist es, Hartz IV zu reformieren, auf die Höhe der Zeit zu bringen und den Instrumentenkasten des Sozialstaates neu auszustatten mit den Herausforderungen, die wir haben. Und wenn wir uns die Fördernseite angucken, dann sprechen wir doch mal über eine Herausforderung, die wir haben. Eine Herausforderung ist, dass 2/3 der Langzeitarbeitslosen keine beruflichen abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und wenn Sie fragen, wofür taugt die FDP, dann taugt die FDP dafür, dass im Koalitionsvertrag drin steht, dass diejenigen in Zukunft nicht in unnütze Maßnahmen verschont werden, sondern eine wirkliche Perspektive für Weiterbildung haben, um sich aus dem Sozialstaat herauszuarbeiten. Das ist das Ziel der Bürgergeldreform. Dann taugt die FDP dafür, dass es ein Weiterbildungsgeld für diejenigen gibt von 150 Euro. Dann taugt die FDP und die Ampel dafür, dass wir den Vermittlungsvorrang abschaffen, damit Menschen nicht in unnütze, kurzfristige Aushilfsjobs reingedrängt werden, nachdem sie dann aber wieder ins Jobcenter hin und her wackeln, sondern der Grundsatz auch ist, Weiterbildung statt Aushilfsjob. So schaffen wir es, dass ein großer Teil, 2/3 der Langzeitarbeitslosen, ohne einen Berufsabschluss aus Hartz IV rauskommen. Und das ist die Seite von Fördern, und die justieren wir neu. Und hätten Sie den Koalitionsvertrag gelesen, dann wüssten Sie das auch. Und bis wir die Seite Fördern neu justieren, werden wir an der Seite Fordern, und darum geht es bei den Sanktionen, auch drüber sprechen. Die politische Linke und die Grünen sagen, Sanktionen sind per se menschenunwürdig. Ich sei per se menschenunwürdig, grundsätzlich Sanktionen zu machen. Ich möchte für die Freien Demokraten klarstellen, dass wir das nicht so sehen. Und nicht nur wir sehen das nicht so, sondern auch das Bundesverfassungsgericht sieht das anders. In Artikel 1 ist die Menschenwürde gesichert, und das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass bis zu 30% Sanktionen möglich sind.
Und deswegen sind sie auch nicht per se menschenunwürdig. Es gibt ein zweites Argument. Wir sind solidarisch mit allen, die in Not sind, die bedürftig sind. Den greifen wir unter den Arm. Dem wollen wir Aufstiegschancen geben. Aber auf der anderen Seite wird der Sozialstaat auch von denen erwirtschaftet, die jeden Tag morgens aufstehen. Und das ist die andere Seite der Medaille. Des Kollegen Mittagau. Ich lasse eine Zwischenfrage zu. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege Teutrinen, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe gerade eben vernommen, dass Sie als FDP grundsätzlich Sanktionen für richtig erachten. In diesem Gesetz aber setzen Sie die Sanktionen für ein Jahr vollständig aus, mit der Ausnahme bei den Meldeversäumnissen. Wenn man das zweite Mal seinen Termin nicht wahrnimmt, gibt es weiterhin 10% einmalig. Wenn Sie also der Ansicht sind, dass Sanktionen richtig sind, warum heben Sie dann heute die Hand, um für ein Jahr die Sanktionen auszusetzen, nur um sie dann wieder einzuführen? Herr Wittiker, lieber Kollege, zu dem Punkt wäre ich jetzt auch genau gekommen. Ihr Kollege, Ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ich habe mir das noch mal rausgesucht, Hermann Gröhe hat heute behauptet, die komplette Aussetzung der Hartz-IV-Sanktionen ist ein Schlag ins Gesicht. Sie wiederholen das auch immer wieder. Gucken wir in den Gesetzestext. Ich habe ihn in dem mitgebracht. Dann werden Meldeversäumnisse, also wenn Leute keinen Termin mehr wahrnehmen, weiter sanktioniert. Sie sagen, der allergrößte Teil würde nicht mehr sanktioniert werden. Gucken wir in die Statistik rein. Dann sind 75% der Sanktionen Meldeversäumnisse. Der allergrößte Teil an Pflichtverletzungen und Mitwirkungspflichten werden auch weiter im Sanktionsmoratorium sanktioniert. Und Sie kennen die Zahlen, Sie wissen die Zahlen, Sie können die Zahlen auch anfragen. Sie machen aber seit Tagen eine politische Kampagne, um zu sagen, wir würden ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, ohne selbst einen Vorschlag zu machen. Was ist Ihre Perspektive für die Sanktionen? Was ist Ihre Perspektive für Hartz IV? Was sind Ihre Vorschläge? Das ist eine schlechte Oppositionsarbeit. Jetzt habe ich klargestellt, Meldeversäumnisse werden im Sanktionsmoratorium weiter sanktioniert. Es ist der allergrößte Teil, der Löwenanteil der Pflichtverletzungen, die auch in Zukunft weiter sanktioniert werden, nämlich 75%. Sie werden nicht vollständig abgeschafft, wie Sie immer wieder auch fälschlicherweise in der Öffentlichkeit und in den Medien behaupten. Und ich möchte noch etwas hinzufügen. Bei den Sanktionen erlebe ich eine erhitzte und polarisierte Debatte. Und ich glaube, die demokratischen Fraktionen dieses Hauses sind auch in der Pflicht, diese erhitzte Debatte sachlich zu führen, mit Zahlen zu führen. Ich habe Ihnen gerade Zahlen vorgeführt. Und ich glaube auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter es verdient haben, nicht als Hartz-IV-Sanktionsstelle dargestellt zu werden. Weil die Wahrheit ist, 97% der Menschen im Leistungsbezug kommen nie mit Sanktionen in Berührung. Es ist der allerkleinste Teil. Und es ist das Ultima Ratio. Ich habe Ihnen erklärt, was wir im Sanktionsmoratorium machen. Es gibt weiter Sanktionen. Und hätten Sie den Gesetzestext, ich habe Ihnen den extra noch mal sogar mitgebracht, hätten Sie den gelesen, ich zitiere zu Absatz 1, Herr Kollege, die Neuregelung. Herr Kollege Teutrinen, bevor Sie zitieren, lassen Sie eine Zwischenfrage aus dem Bereich der. Ich habe schon eine Zwischenfrage zugelassen. Ich würde jetzt gerne weiter fortfahren. Gut. Ich zitiere, weil Sie auch immer wieder sagen, Sanktionsmoratorium sei Sanktionsfreiheit, ist falsch. Sie behaupten immer wieder, das Bürgergeld sei ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist auch falsch. Lesen Sie den Text. Hier steht drin, die Neuregelung soll beinhalten, dass Leistungsminderungen bis zu 30% des maßgebenden Regelbedarfs möglich sind. Bei Härtefällen sollen Sachleistungen bis zu einem bestimmten Anteil gewährt werden. Das ist der Kompromiss der Koalitionsfraktion. Sie kennen diesen Kompromiss. Er steht nämlich im Gesetzestext drin. Das ist das Maximum, was das Bundesverfassungsgericht erlaubt. Wenn Sie sagen, wir würden die Achse von Fördern und Fördern nicht ernst nehmen, dann machen Sie doch mal bitte eine konstruktive Oppositionsarbeit. Legen Sie Vorschläge vor, was Sie sich vorstellen für Hartz IV. Ich bin sehr gespannt, was kommt. Und Sie können uns dafür kritisieren, was wir machen. Aber kritisieren Sie uns nicht dafür, was wir nicht machen, was Sie behaupten, was wir machen würden. Das ist nämlich eine unlautere Politik. Und das ist einer demokratischen Partei nicht würdig. Ich freue mich. Ich freue mich auf die Bürgergeldreform. Ich würde mich freuen, wenn die Union
konstruktiv, kritisch mitarbeiten würde und diese polarisierte Debatte nicht so weiterführen würde und Falschbehauptungen in den Medien verbreitet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Teutrine. Nächste Rednerin ist die Kollegin Jessica Tatti, Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag versprochen, die Sanktionen für Menschen in Hartz IV für ein Jahr auszusetzen. Und genau das machen Sie nicht in Gänze, egal was für ein Stuss dazu aus der Union hier verbreitet wird. Und von der Linken erhalten Sie hierfür Kritik, dass Sie das nicht einhalten. Aber zum Glück haben Sie Ihre Mogelpackung-Sanktionsmoratorium nun doch noch zugunsten der Betroffenen nachgebessert. Es ist eine Verbesserung, dass Sie bei verpassten Terminen jetzt noch maximal 10% Sanktionen zulassen. Das sind aber immer noch 45 Euro, die die Betroffenen dann im Monat weniger haben. Und das ist eine Menge Geld bei einem kleingerechneten Regelsatz und der krassen Inflation, die wir haben. Jeder Euro, der im Geldbeutel fehlt, tut wirklich weh, auch wenn sich das viele Politikerinnen und Politiker hier wohl nicht mehr vorstellen können. Und was ich absolut nicht verstehe, warum schließen Sie denn nicht klipp und klar aus, dass nach Ende des Moratoriums noch Menschen nachträglich bestraft werden können? Ja, Sie haben dazu mittlerweile einen banalen Absatz in der Begründung des Gesetzes aufgenommen, aber ich kaufe es Ihnen nicht ab, dass Sie damit die Betroffenen wirklich rechtssicher vor diesem Risiko schützen können. Und erklären Sie doch mal, warum stehen Sie überhaupt so sehr auf Sanktionen, dass Sie die nicht für ein Jahr aussetzen können, wie das versprochen war? Welche segensreichen Wirkungen erhoffen Sie sich denn, dass Sie so verzweifelt an den Strafen festhalten? Ich sage Ihnen, wie Sanktionen wirken. Sie führen zu Schulden, sie führen zu Rückständen bei Stromanbietern, zu Stromsperren, zu kalten Wohnungen und zu leeren Kühlschränken. Sie führen dazu, dass Menschen permanent Angst haben, wie sie über den Monat kommen sollen, und sie führen zu Misstrauen gegenüber staatlichen Behörden. Und Strafen helfen auch nicht bei der Integration in den Arbeitsmarkt, auch wenn das manche immer noch behaupten. Also vielleicht kann man den einen oder den anderen durch eine Sanktion kurzfristig in einen miesen Job zwingen, in Befristungen, in Leiharbeit, in Minijobs und die Niedriglöhne. Aber das führt eben nicht zur Überwindung von Armut, und genau das sollte doch die Aufgabe der Bundesregierung sein. Bekämpfen Sie endlich konsequent prekäre Arbeit. Sorgen Sie dafür, dass es den Leuten nach Aufnahme einer Arbeit besser geht als vorher. Das ist doch der Ansporn, um eine Arbeit aufzunehmen, und ein größerer Ansporn, als es eine Sanktion je sein könnte. Gute Löhne und Arbeitsbedingungen, die helfen nicht nur den Menschen in Hartz IV, sie kommen den Millionen Menschen zugute, die jeden Tag hart arbeiten und trotzdem immer knapp bei Kasse sind. Das System Hartz IV ist eine Geisel für den Arbeitsmarkt, für Erwerbslose genauso wie für Beschäftigte. Es ist die Angst vor Arbeitsplatzverlust, die Angst vor Hartz IV, die dafür sorgt, dass die Menschen schlechte Jobs zu schlechten Löhnen annehmen. Also anstatt weiter die Arbeitgeber mit billigen Arbeitskräften zu beglücken, nehmen Sie die Menschen in der Grundsicherung endlich mal ernst. Nehmen Sie Ihre Hoffnungen auf ein besseres Leben ernst. Setzen Sie die Sanktionen vollständig aus. Halten Sie sich an Ihren eigenen Koalitionsvertrag. Das kann doch nicht so schwer sein. Vielen Dank, Frau Kollegin Tatti. Damit unterbreche ich kurz die Aussprache, um Ihnen das Ergebnis der Wahlen bekannt zu geben. Zunächst die Wahl. Eine Stellvertreterin der Präsidentin des Deutschen Bundestages, erster Wahlgang, Mitgliederzahl des Deutschen Bundestages 736, abgegebene Stimmzettel 671, ungültige Stimmzettel 4. Mit Ja haben gestimmt 92 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 556 Abgeordnete, Enthaltungen 19. Der Abgeordnete Dr. Malte Kaufmann hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen nicht erreicht. Er ist deshalb nicht zum Stellvertreter der Präsidentin gewählt. Das Protokoll über die Wahl eines Mitglieds des parlamentarischen Kontrollgremium gemäß Artikel 45d des Grundgesetzes. Mitgliederzahl 736, abgegebene Stimmzettel erneut 671, ungültige Stimmzettel 5. Mit Ja haben gestimmt 94 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 549 Abgeordnete, Enthaltungen 23. Der Abgeordnete Joachim Wundrak hat die nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nach dem Dienst der Tätigkeit des Bundes erforderliche Mehrheit von 369 Stimmen nicht erreicht. Er ist damit als Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums nicht gewählt. So.
Nun kehren wir zurück zur Aussprache. Und als Nächster hält das Wort der Kollege Jens Beig, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, heute beschließen wir mit diesem Gesetz den Einstieg in den Umbau unseres Sozialstaates. Und es ist der größte Umbau seit Hartz IV. Das ist vollkommen richtig, denn wir wollen einen anderen Sozialstaat und wir wollen einen besseren Sozialstaat, weil wir wissen, dass unser Land mehr dazu beitragen kann, arbeitssuchende Menschen zu unterstützen, als wir es gerade tun. Denn die Zeiten ändern sich und wir passen unsere Politik veränderten Bedingungen an. Dieser Staat wird Menschen, die arbeitslos werden und Hilfe benötigen, auf Augenhöhe begegnen. Und dazu gehört, dass wir Sanktionen grundsätzlich kritisch überprüfen und neu ordnen werden. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir dieses Sanktionsmoratorium heute beschließen, weil es bei den Menschen Vertrauen in diese Neuordnung schafft und zeigt, dass wir das Problem angehen. Und genau darum geht es im Kern. Wer 10, 20, 30 oder 40 Jahre hart gearbeitet hat und dann aus welchen Gründen auch immer arbeitslos wird, der braucht ein Sozialsystem, auf das er sich verlassen kann. Deswegen geht es um nicht weniger, das wurde heute schon gesagt, um nicht weniger als einen Kulturwandel. Wer in Jobcenter geht, der soll und darf sich dafür nicht schämen, sich in dieser Lage zu befinden. Aber wir wissen doch auch heutzutage, bei Menschen im Arbeitslosengeld II-Bezug schlafen oft die Kontakte zu Familie und Freunden ein, weil das genau der Fall ist, weil man nicht darüber reden will, wenn man gerade sanktioniert wurde wegen eines Fehlers, während andere von einer Beförderung oder einer Weiterbildung erzählen. Und deshalb haben wir nach diesem Einstieg mit dem Bürgergeld viele weitere Änderungen geplant. Die Abschaffung des Vermittlungsvorrangs, längere Übergangsfristen für die Prüfung von Angemessenheit der Wohnung, des Vermögens, ein höheres Schonvermögen. Wir werden eine andere Kultur entwickeln, mit dem Ziel, dass sich niemand dafür schämen muss, Hilfe zu beanspruchen, wenn er sie benötigt. Und wir wollen dabei, dass die Jobcenter auch so wahrgenommen werden, als das, was sie sind, Einrichtungen, die den Menschen in einer der schwersten Phasen ihres Lebens helfen. Und deswegen sage ich an dieser Stelle auch ganz klar, eingehend auf das, was hier heute auch gesagt wurde, das ist nicht nur eine Botschaft an all diejenigen, die gerade Leistungen beziehen. Das ist auch eine Botschaft an alle hart arbeitenden Menschen in diesem Land. Wenn ihr arbeitslos werden solltet und Hilfe braucht, dann sind wir für euch da, dieser Staat ist für euch da. Und wir geben euch auch die Zeit, mit dieser schweren und neuen Situation zurechtzukommen und schnell wieder Arbeit zu finden. Und diese Unterstützung drückt sich auch darin aus, dass wir auf Sanktionen verzichten. Weil was ist denn gerade in dieser Gesellschaft los? Wir reden immer von Transformation, das sind große Veränderungen und Umbrüche. Die Transformation der Wirtschaft zur Bekämpfung des Klimawandels, die Digitalisierung. Aber das sorgt auch bei Menschen für Verunsicherung. Denn die meisten Menschen, wenn wir von Veränderung reden, für die bedeutet das nicht, dass man mal eben ein cooles, hippes Start-up gründet, sondern Veränderung und Wandel ist immer auch mit der Sorge um den Arbeitsplatz verbunden. Und deswegen ist die Behauptung der Union falsch, dass wir die Gesellschaft spalten würden. Wir tun genau das Gegenteil. Wir spielen nicht die Arbeitenden gegen die arbeitssuchenden Menschen aus. Und dieses Wording wird deswegen auch nicht verfangen. Wir geben auch arbeitenden Menschen Sicherheit. Wer unverschuldet arbeitslos wird, trifft zukünftig auf einen Sozialstaat, der ihn noch stärker unterstützt als bisher. Und genau dafür haben wir einen Regierungsauftrag erhalten. Und eine persönliche Anmerkung zum Schluss. Kollegin Klose hatte schon erwähnt in ihrer Rede, aber weil das öfter von der Union kommt und vielleicht heute auch noch mal kommt, will ich sagen. Schön, weil Sie alles wissen, was wir schon sagen. Ja, weil ich Ihnen ja sonst zuhöre. Wir haben ja Freitag schon über diese Debatte geführt, in der ersten Lesung. Und da haben Sie zum Beispiel auch gesagt, dass wir die Arbeit der Menschen in den Jobcentern nicht wertschätzen würden. Ich habe bis letztes Jahr in der Kommunalverwaltung gearbeitet, war selbst mal Arbeitsvermittler. Und ich sage Ihnen eins. Wir wissen sehr wohl, dass da gute, engagierte Arbeit geleistet wird. Aber natürlich immer im Rahmen der Gesetze, die wir hier machen und setzen. Und ich weiß von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, dass sich andere Gesetze wünschen würden. Und dafür werden wir sorgen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Pein. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Ottilie Klein, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für uns Christdemokraten bedeutet sozialstaatliches Handeln seit jeher, die Würde eines jeden Menschen zu achten und zu wahren. Ihn nicht als passiven Hilfsempfänger zu sehen, sondern als jemanden, der frei und selbstbestimmt nach einem guten Leben für sich und seine Familie strebt.
Es bedeutet auch, jene nicht zu überfordern, die Hilfe leisten oder dazu beitragen. Es bedeutet, Grenzen aufzuzeigen und klare Regeln des Zusammenlebens zu definieren. Der Staat ist dann gefragt, wenn Menschen in Not geraten, wenn Schicksalsschläge sie davon abhalten, auf eigenen Beinen zu stehen. Die Leitidee unseres Sozialstaats ist aber auch Befähigung und nicht Abhängigkeit vom Staat. Das Ampelgesetz, das wir hier heute diskutieren, kehrt sich ohne Not ab von diesem grundlegenden Pfeiler unseres Sozialstaates und es schadet auch den Betroffenen selbst mehr, als es hilft. Und das bestätigen sämtliche Experten, darunter auch die Bundesagentur für Arbeit. Und warum ist das so? Das ist so, weil vor allem jene sanktionsgefährdet sind, die besondere Hilfe brauchen. Und mit dem Sanktionsmoratorium werden bestehende Unterstützungsmöglichkeiten sogar geschwächt, weil der verbindliche Kontakt zwischen Jobcentern und Empfängern abreißt. Und das möchte ich hier auch noch mal sagen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die leisten in den Jobcentern, die leisten keine gute Arbeit, die leisten eine großartige Arbeit. Und der Eindruck, der hier entsteht, das Bild, das Sie hier abliefern, wenn Sie immer sagen, wir müssen den Empfängern auf Augenhöhe begegnen. Ja, glauben Sie denn, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern begegnen den Hartz-IV-Empfängern nicht auf Augenhöhe? Das ist ein ganz komisches Bild, das Sie hier kreieren. Und gerade für die Menschen in den Jobcentern ist es schwierig, wenn Versäumnisse von Leistungsbeziehern ohne Konsequenzen bleiben. Denn es ist ihre Aufgabe, den Menschen zu helfen, ihnen eine Perspektive zu geben. Und das muss ich auch mal ganz klar sagen. Mit der Aussetzung der Mitwirkungspflichten geben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampelfraktion, Sie geben die Menschen auf. Deutlich sinnvoller wäre es, die bestehende Beratungspraxis zu stärken. Das Ziel muss doch der Weg in Arbeit sein und nicht Abhängigkeit vom Staat. Das sind wir jenen schuldig, die ihren Pflichten nachkommen. Das sind wir jenen schuldig, die sonst unter dem Radar der Sozialsysteme bleiben. Und ja, das sind wir auch jenen schuldig, die hart arbeiten und jeden Monat Steuern zahlen. Und dazu zählt auch, dass jeder seinen Beitrag leistet in unserer Solidargemeinschaft. Das bedeutet, zumutbare Arbeit annehmen, Fortbildungen durchführen und Termine einhalten. Alles andere ist schlicht und ergreifend nicht sozial. Deswegen lehnen wir den Gesetzentwurf ab. Wenn Sie mir noch einen letzten Satz erlauben. Aber wirklich nur einen. Wir Christdemokraten glauben an einen Staat, der die Menschen befähigt, sie nicht aufgibt. Und ja, sie auch fordert. Und das, meine Damen und Herren, auch das hat etwas mit Würde zu tun. Vielen Dank. Ich hatte es mir schon gedacht, die Unionsfraktion hat nicht nur keine Disziplin, die könnte ich mal zählen. Das waren jetzt drei Sätze, aber egal. Als nächste Rednerin ist die Kollegin Beate Müller-Gemmelke, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Menschen sind aus ganz unterschiedlichen Gründen langzeitarbeitslos. Manche haben keine Ausbildung, andere haben gesundheitliche Probleme. Manchmal ist es einfach nur das Alter. Sie haben dann kaum Chancen, weil unsere Arbeitswelt nicht inklusiv ist. Langzeitarbeitslosigkeit ist also kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem. Und weil niemand freiwillig vom Existenzminimum lebt, geht es beim Thema Sanktionen natürlich auch um die Würde der Menschen. Und da ist das Bundesverfassungsgericht sehr klar, ich zitiere, insbesondere die Menschenwürde ist ohne Rücksicht auf Eigenschaften und sozialen Status wie auch ohne Rücksicht auf Leistungen garantiert. Sie muss nicht erarbeitet werden, sondern sie steht jedem Menschen aus sich heraus zu. Zitat Ende. Und genau deshalb ist uns Grünen ein Sanktionsmoratorium ein besonderes Anliegen. Auf dem Weg hin zum Bürgergeld klären wir gerade den Übergang, und dazu gehört natürlich auch das Thema Sanktionen. Das ist nicht immer einfach, aber wir sind uns in der Ampel sehr einig, dass beim Bürgergeld natürlich die Menschen im Mittelpunkt stehen.
Und zentral ist dabei, dass wir eine Teilhabevereinbarung einführen werden, und zwar als echter kooperativer Prozess und nicht einfach per Verwaltungsakt. Die Beschäftigten in den Jobcentern sollen mit den Erwerbslosen realistische Ziele, Teilziele vereinbaren, und zwar gemeinsam auf Augenhöhe. Denn nur wenn die Menschen die Angebote nachvollziehen können, wenn sie auch davon überzeugt sind, nur dann entsteht Motivation für den schwierigen Weg zurück in die Arbeitswelt. Und genau das wollen wir mit dem Bürgergeld erreichen. Sanktionen treiben die Menschen häufig in prekäre Jobs, häufig befristet, nur für kurze Zeit. Das ist nicht nachhaltig, und auch das werden wir mit dem Bürgergeld verändern. Nicht alle langzeitarbeitslose Menschen können direkt in Arbeit vermittelt werden. Viele brauchen erst einmal soziale Teilhabe. Sie brauchen Zwischenschritte, sie brauchen geschützte Räume, in denen sie sich ausprobieren und auch gute Erfahrungen sammeln können. Und andere wiederum brauchen echte Qualifizierung. Die Angebote müssen also zu den Menschen passen. Es geht nicht nur um Vermittlung, sondern eben auch um Qualifizierung und um soziale Teilhabe. Und deshalb werden wir den Vermittlungsvorrang abschaffen. Zurück zu den Sanktionen. Und ja, es wird weiterhin Sanktionen geben, Herr Wittecke. Aber wenn wir mit dem Bürgergeld den Perspektivwechsel schaffen, mit Beratung auf Augenhöhe, mit individueller Unterstützung und das alles mit Respekt und Verantwortung, dann braucht es keine sogenannten Aktivierungsmaßnahmen und dann braucht es auch keine Sanktionen. Da bin ich davon zutiefst überzeugt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Gimmicke. Sie hört einfach nicht zu. Ein bisschen mehr. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Peter Aumer, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, aus reiner Ideologie, ohne Notwendigkeit, schaffen Sie die Ampelkoalition einen wesentlichen Grundsatz der deutschen Sozialpolitik ab. Fordern und fördern. Ich habe Ihren Gesetzentwurf dabei. Der ist so schmal, Frau Müller-Gembeke, dass es da nicht viel zu lesen gibt. Das können Sie 10-mal in die Welt setzen. Da gibt es nicht viel zu lesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie stellen mit der Entscheidung heute eine wesentliche Grundlage unserer sozialen Marktwirtschaft und damit verknüpft des Sozialstaates in Deutschland in Frage. Denn soziale Sicherheit, können auch die Linken lernen, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach Ludwig Erhard bedeutet, aus eigener Kraft, aus eigener Leistung und aus eigenem Streben ist einfach mal so die Grundlage unseres Sozialstaats in Deutschland in den letzten Jahrzehnten. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts lesen, ist auch der Duktus des Urteils. Ich zitiere, Frau Müller-Gemmecke, zwei Punkte aus dem Urteil. Der Gesetzgeber verfolgt mit den Mitwirkungspflichten legitime Ziele, denn sie sollen Menschen wieder in Arbeit bringen. Sie haben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zitiert, ich tue es auch. Und der zweite Punkt ist, legitime Pflichten mit Sanktionen durchsetzen ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Das haben Sie in Ihrem Zitat oder anders dargestellt. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist wichtig. Herr Teutrine, auch wenn Sie jetzt in epischer Breite versucht haben, etwas darzustellen. Ich habe jetzt keinen Ansatz der FDP gemerkt, was Ihre Antwort ist auf das Bürgergeld der Zukunft. Wir sagen, wir wollen eine Politik der Befähigung. Wir wollen, dass die Menschen ihre Potenziale nutzen können und dementsprechend auch wieder in den Arbeitsmarkt geführt werden. Was mich wundert in der ganzen Debatte ist, wenn man so zwischen den drei Ampelkoalitionen schaut, dann ist das Bürgergeld ja dreimal aus verschiedener Perspektive gesehen. Die FDP möchte Hartz IV reformieren, die SPD möchte Hartz IV überwinden und bei den Grünen weiß man nicht so genau, wie der Hartz IV-Ansatz dann da mitgesehen wird. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird sicherlich eine spannende Diskussion in den nächsten Wochen und Monaten. Ich freue mich darauf und, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist selbstverständlich auch in der Debatte wichtig, dass wir einen Blick auf die Lebenssituation der betroffenen Menschen setzen. Das sagt auch das Bundesverfassungsgericht, dass es wichtig ist, in konkrete Einzelfälle zu gehen und außergewöhnliche Härten anzuschauen. Und ganz klar sagt die BA, dass man Sanktionen nicht aussprechen darf bei der Gefährdung
bei psychischen Problemen und vielen anderen Dingen. Und das, meine Damen und Herren, haben Sie auch verschwiegen. Und das, glaube ich, Herr Kollege, aber erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Psiske. Ja, gerne. Das verlängert Ihre Redezeit auch deutlich, kann ich Ihnen sicher sagen. Okay, dann ist gut. Mit Blick auf das Bürgergeld, das wir entwickeln wollen, deutlich gemacht, dass es Eckpunkte braucht für die Neu- und Ausgestaltung der Leistungsminderungssituation, also der Ausgestaltung der Sanktionspraxis. Meine Frage, warum meinen Sie es nicht nötig zu haben, zuzuhören? Also ich weiß nicht, was Sie mit der Frage wollen. Ich habe sehr genau in der Debatte zugehört. Ich habe aber keine einheitliche Meinung gefunden. Die FDP sagt, wir brauchen die Sanktionen weiter. Sie sagen, wir können die Sanktionen überwinden, wenn man alles so macht, wie Sie sich das vorstellen. Bitte? Ja, Sie haben gerade gesagt, vielleicht brauchen wir gar keine Sanktionen. Darf ich vielleicht darauf hinweisen, dass es nur eine Diskussion zwischen den Fragesteller und den Antworten gibt und nicht eine allgemeine? Also. Und das, glaube ich, macht es halt grundsätzlich schwierig, wenn Sie keine einheitliche Antwort geben in dieser Koalition. Wo wollen die Menschen dann das Vertrauen hernehmen? Wir wollen, dass die Menschen in Arbeit kommen. Das ist unser Punkt, das haben die Kollegen vorher auch besprochen. Denn Arbeit befähigt die Menschen, für gutes Geld ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt. Und eines, was mich in der Debatte ärgert, das hat mich gestern, Herr Heil, schon bei Ihnen geärgert, wenn Sie mal anfangen zu sagen, wir spielen Menschen gegeneinander aus. Das machen wir nicht. Sie denken so, wenn Sie das sagen. Wir wollen, dass Menschen, ja, können Sie jetzt abwinken, aber es ist so, wir wollen, dass Menschen gute Arbeit haben. Das sollte unser gemeinsames Ziel sein. Und wir wollen denen helfen, die die Kraft aus der eigenen Substanz zu schaffen nicht haben, mit befähigenden Maßnahmen das auch zu tun. Und da spielen wir keine Menschen gegeneinander aus, das macht keiner bei uns, sondern wir wollen eine Sozialpolitik, die angemessen ist. Und ich habe nur einen Artikel dabei, leider ist meine Zeit abgelaufen, Herr Präsident, ich sehe es. Die Mitarbeiter, Herr Peik, der Bundesagentur, sagen, das ist eine Katastrophe. Und ich glaube, daran sollten Sie auch mal arbeiten. Und Sie sollen mal bitte in die Praxis gehen und mit den Menschen reden, was Sie mit Ihrer Entscheidung heute anstellen. Herzlichen Dank. Frau Kollegin, aber bevor Sie jetzt dran sind, hat die FDP-Fraktion um eine Kurzintervention gebeten. Wer möchte Sie halten? Der Kollege Teutrine? Lieber Kollege, erstens, Sie haben gesagt, Sie wissen gar nicht, was die Ampel macht. Da wiederhole ich meine Empfehlung. Lesen Sie den Gesetzesentwurf. Da steht drin, was passieren wird. Da steht drin, dass es keine Sanktionsfreiheit gibt, sondern Meldeversäumnisse weiter sanktioniert werden, anders als Sie behauptet haben. Da steht drin, dass es beim Bürgergeld weiterhin Sanktionen, Absatz 1, die Erläuterung, beim Bürgergeld weiterhin Sanktionen in Höhe von 30% sind. Das ist das Erste. Zweitens haben Sie behauptet, dass ich in meiner Rede nicht gesagt hätte, welche Vorstellungen die FDP überhaupt grundsätzlich beim Bürgergeld gehabt haben. Das habe ich natürlich genannt, beispielsweise das Weiterbildungsgeld für 150 Euro. Ich habe ebenfalls schon mehrmals erläutert, dass die FDP die Zuverdienstregelung ändern wollen. Ihr ehemaliger Generalsekretär Paul Ziemiak, der ist bei Markus Lanz durch die Talkshow getingelt und hat gesagt, das ist eine Leistungsfeindlichkeit, dass Kinder und Jugendliche von ihren 450 Euro Nebenjob nur 170 Euro behalten wird und der Rest angerechnet wird. Sie haben in der Bundesregierung diese Leistungsungerechtigkeit, wenn wir mal über Leistungsgerechtigkeit und Wohlstand für alle sprechen, nie angepasst. Jetzt steht sie im Koalitionsvertrag. Unterstützen Sie diese Initiative. Herr Kollege Aumann, Sie dürfen antworten. Also ich antworte natürlich sehr gerne. Ich habe schon mal gesagt, ich habe den Gesetzentwurf angeschaut und wo Sie da irgendwas finden, angeschaut oder gelesen, in beide Richtungen, ja, ohne es anzuschauen, kann man es auch nicht lesen. Da steht nicht sehr viel drin. Sie wissen ja nicht mal, was Sie mit dem Sanktionsmoratorium eigentlich erreichen wollen. Das ist Ihr Grundproblem. Sie sagen, Sie wollen jetzt analysieren, was sich ergibt und dann Schlüsse daraus ziehen, wie das Bürgergeld in Zukunft ausschauen soll. Mit Sanktionen, die es eigentlich nicht mehr gibt, nur nach einer Erinnerung mal eine Sanktion bekommen, ist auch ein klein bisschen schizophren. Und die BA hat mit ihrer Weisung ein sehr differenziertes System auf den Weg gebracht. Wenn sie das jetzt umgesetzt hätten, dann, glaube ich, hätten wir wirklich daraus lernen können und schauen können, ob der Weg, den das Verfassungsgericht gesagt hat, ob der hilft, auch Menschen stärker zu aktivieren, in Arbeit zu bringen. Und ansonsten, das war der erste Teil der Frage, Frau Müller-Gemmecke, und der zweite ist,
Ich habe gerade auch gesagt, was unser Ansatz ist. Wir wollen eine befähigende Politik. Wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, auch wieder in den Arbeitsmarkt einzutreten und gutes Geld zu verdienen. Und da kann man über Anrechnung, kann man über Bildung und viele Dinge reden, aber darüber muss man mal reden. Und dass in der heutigen Zeit als sozialpolitische Maßnahme damit anfangen, ein Sanktionsmoratorium einzuführen und nicht beispielsweise auf die Inflation zu schauen, das eigentlich der wichtigste Punkt wäre in der Sozialpolitik, das ist auch ein Armutszeugnis Ihrer Politik. So, letzte Rednerin dieser Debatte ist die Kollegin Angelika Glöckner, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Mut steht am Anfang, Glück am Ende. Dieses Sprichwort ist mir tatsächlich eingefallen, denn Kolleginnen und Kollegen von der Union, Ihnen fehlt tatsächlich der Mut, mal neue Wege zu gehen. Das haben Sie in Ihren Reden wieder gerade eben mehrfach gezeigt. Fakt ist doch aber, Menschen in sozialen Schieflagen, die Hilfe vom Amt benötigen, versuchen vielfach schnell wieder auf eigene Füße zu kommen. Und je länger sie draußen sind, das ist doch aber auch eine Wahrheit, desto schwieriger ist die Integration am Arbeitsmarkt. Und genau an diesem Punkt muss der Staat diesen Menschen Unterstützung gewähren. Und die Menschen müssen an diesem Punkt auf den Staat vertrauen können. Und dafür wollen wir sorgen. Es braucht finanzielle Unterstützung. Es gehört aber eben auch dazu, alle Möglichkeiten, die Betonung liegt auf alle Möglichkeiten, auszuschöpfen, um langzeitarbeitslosen Menschen eben wieder eine Perspektive am Arbeitsmarkt zu eröffnen. Und genau darum geht's. Das sind wir der Meinung, dass wir mehr tun können und mehr tun müssen, als es bisher der Fall war. Es reicht nicht, alles zu lassen, wie es ist, so wie Sie das von der Union immer propagieren. Das, was wir tun, das hat auch etwas mit Respekt und Würde gegenüber allen Menschen zu tun. Und dafür stehen wir von der SPD. Mit Bürgergeld wollen wir weitere Möglichkeiten schaffen, neue Wege auch mal gehen. Und wichtige Punkte das haben ja die Kolleginnen und Kollegen von meiner Fraktion und von anderen Fraktionen auch schon genannt, wollen wir auch mal auf den Weg bringen. Augenhöhe, Eingliederungsvereinbarung, Austauschen durch Teilhabe, Vorrang von qualifizierten Arbeiten und vieles mehr. Und das ist der richtige Weg, den wir gehen wollen. Und wir verzetteln uns da nicht, wenn wir über das Sanktionsmoratorium sprechen, wie Sie fälschlicherweise behaupten, sondern es geht doch darum, dass wir Motivation und Vertrauen schaffen statt Frustration. Wenn Menschen nicht mitwirken, dann geht es eben auch darum zu fragen, was sind die Ursachen dafür, dass sie nicht mitwirken. Wir wollen die Ursachen beseitigen, anstatt durch Regelsatzkürzungen ihre Situation weiter zu verschlechtern und damit auch ihre Perspektiven für den Arbeitsmarkt zu verschlechtern. Ich danke ganz herzlich Hubertus Heil, unserem Arbeitsminister, dem BMAS, für diesen Gesetzentwurf. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die mitverhandelt haben. Wir werden heute beschließen, dass Sanktionen für ein Jahr ausgesetzt werden. Wir schaffen damit Raum für neue, für moderne Regelungen. Und wir gehen hin zu einem modernen Bürgergeld nach 17 Jahren weg von Hartz IV. Wir sind auf der Höhe der Zeit. Wir wagen Fortschritt. Kommen Sie gerne mit. Stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Glöckner. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1881 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 1413 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 1886 vor, über den wir zuerst abstimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine, denn ist dieser Änderungsantrag gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 1413 in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Abstimmung bei Enthaltung der Fraktion Die Linken gegen die Stimmen der Union und der AfD mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung, meine Lieblingsgeschichte. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben.
Ich warte auch, bis alle sich erhoben haben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann stelle ich fest, dass bei Enthaltung der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen der Unionsfraktion und der Fraktion der AfD mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen der Gesetzentwurf in dritter Lesung angenommen wurde. Ich rufe auf.